Heute im Programm bei Autonotizen kein Viertürer, kein Fünftürer, kein Zweitürer, sondern ein Keintürer. Das ist der Fiat Topolino Dolce Vita und mit dem geht es auf Probefahrt und ich erkläre euch, was das ist und warum das ist. Ohne Türen, dafür aber kennt man vielleicht aus dem angesagten Restaurant oder Nightclub mit einer Kordel. Los geht's zum Review. Der Laie fragt sich, was ist das denn für ein Auto? Der Fachmann sagt, das ist gar kein Auto, zumindest kein Pkw, sondern ein Leichtfahrzeug der Klasse L6E. Ich habe ja schon mal diese Fahrzeugklassen erklärt. Es gibt ja auch den Microlino, da gab es ein Video. Das ist ein L7E-Fahrzeug, der Microlino Light L6E. Das heißt, hier sind Motorleistung und Gewicht begrenzt. Dafür kann man je nach Bundesland bereits ab einem Alter von 15 Jahren hinter Steuer. Voraussetzung ist der Führerschein AM. Zu erkennen ist es übrigens auch am fehlenden Kennzeichen vorne. Salopp gesagt ist es das Auto, das du mit einem 50er Rollerschein fahren darfst. Der Fiat Topolino ist da nicht alleine. Es gibt einige Mitbewerber, aber vor allem zwei konzerninterne Mitbewerber. Fiat gehört ja zum Stellantis-Konzern. Angefangen mit der ganzen Sache hat Citroën mit dem Ami als Mikromobilitätskonzept und einem sehr einfachen Aufbau. Gebaut wird das Auto in Marokko mit durchgefärbter Kunststoffkarosserie und einer komplett symmetrischen Karosserie. Das soll dann eben auch die Preise unten halten. Opel ist dann mit eingestiegen mit dem ROX Electric und jetzt kommt Fiat mit dazu und bringt mit dem Topolino da so ein bisschen italienische Lässigkeit und Lifestyle hinein. Er unterscheidet sich nämlich ein bisschen von seinen Kollegen zum Beispiel durch runde Lichter an beiden Enden. Auch hier ist die Karosserie symmetrisch aufgebaut. Es gibt die geschlossene Variante mit den unterschiedlich öffnenden Türen und nur den Topolino auch als Dolce Vita, so wie er hier steht, also als Variante mit Rolldach und Kordeln statt Türen. Außerdem sehen wir ein bisschen mehr Detailliebe bei Fiat. Wir haben verchromte Buchstaben hier, Markenschriftzug und dann den Topolino-Schriftzug hier unten in dem Kunststoff eingelassen, der auch im Gegensatz zu Citroën und Opel eben nicht grau durchgefärbt ist, sondern hellblau. Der Topolino ist 1,40 Meter breit, ein bisschen über 1,50 Meter hoch und 2,53 Meter lang, nur mal so zur Einordnung. Damit ist er immer noch minimal länger als der erste Smart V2 oder das Smart City Coupé. Es gibt ihn, wie gesagt, mit zwei Türen. Das heißt, die Fahrertür geht entgegengesetzt dem, was man so gewohnt ist, auf und die Beifahrertür normal, weil es eben die gleichen Bauteile sind. Und hier haben wir dann die Variante, die sich natürlich auch heute für diesen zarten Sommertag in Frankfurt eignet, aber vor allem dann eben für südeuropäische Gefilde, wo man dann schön offen damit herumfahren kann. Die Detailliebe zeigt sich beim Topolino auch mit diesen verchromten Radkappen. Und am Heck sehen wir, dass es keine identische Kunststoffverblendung zur Front ist. Hier haben wir hochkant angeordnete Rückleuchten und das macht ihn eben auch ein bisschen besonderer. Natürlich auch teurer in der Produktion, weil ich nicht einfach die gleichen Teile vorne und hinten ranklatschen kann. Der Gepäckträger hier, den gibt es im Zubehör, dann auch Koffer, die man da drauf schnallen kann. Natürlich dann gut arretieren muss, dass sie während der Fahrt nicht davonfliegen. Und die große 45 schreibt der deutsche Gesetzgeber vor, dass natürlich der Hinweis darauf, dass das Fahrzeug keine limitierte Höchstgeschwindigkeit hat. Außerdem sehen wir dann hier das angesprochene Rollerkennzeichen. Das muss nur hinten am Auto oder am Fahrzeug montiert sein. Also auch bei einem Roller ist es zum Beispiel auch nur hinten. Das ist das Versicherungskennzeichen, was man dann jedes Jahr tauschen muss. Geladen wird der Topolino an der Haushaltssteckdose. Wenn man ihn jetzt irgendwie einen Schnelllader parken würde, A, gibt es keinen Kabelanschluss, B, würde glaube ich direkt implodieren, denn der Akku hat eine Speicherkapazität von 5,4 Kilowattstunden netto, also 7 Kilowattstunden brutto und das soll für eine Reichweite von 75 Kilometern sorgen. 72 Kilometer zeigt unser Auto an, jetzt hier mit voller Batterie. Das Ladekabel, man kennt es vom Staubsauger, manchmal zieht man es an und dann geht es wieder rein, manchmal auch nicht. So ist es hier auch, da fummel ich mich dann gleich wieder zurecht, um das da reinzustopfen, bevor wir losfahren. Rede ich mal über die Technik. 6 kW leistet der Elektromotor im Topolino, also 8,2 PS umgerechnet. 44 Newtonmeter sind das Drehmoment und das ist so eine Maschine, die ist kleiner als bei manchen richtigen Autos als Mildhybrid, als
Unterstützer, aber reicht hier ja voll und ganz aus, denn wie gesagt, gibt es hier nur maximal 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Zwei Personen können mitfahren. Das ist natürlich auch ein Vorteil gegenüber eines Rollers, wo man dann so hintereinander sitzt, kann man hier nebeneinander sitzen und sich unterhalten. Die Sitze sind in der Länge verstellbar und so leicht versetzt zueinander angeordnet. Das sehen wir hier ganz gut, dass der Sitz hier eben ein bisschen weiter hinten ist. Und warum ist das gemacht? Das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich jetzt hier nebeneinander sitze, mich nicht mit den Schultern irgendwie ständig behake, sondern das sorgt dann für ein bisschen mehr Raumgefühl. Wir sehen harte Kunststoffe, alles gut abwasch- und auswaschbar, auch beim Modell mit Türen und Dach, aber gerade beim Dolce Vita ist das natürlich dann ganz praktisch. Stauraum gibt es minimal hinter den Sitzen und dann hier eben auch im Fußraum des Beifahrers. Der hat nämlich am besten seine Füße hier auf der Matte und dann soll man hier sogar so ein Bordtrolley reinkriegen. Hier steht jetzt gerade eine kleine Kameratasche und ja, zumindest auch für Einkäufe und so passt es natürlich. Man sollte aber bedenken, wenn ich das jetzt hier so zumache, beim Dolce Vita können natürlich die Sachen herausfallen. Ne? Kommen wir zum Cockpit. Auch hier zeigt er sich ein bisschen fröhlicher und farbenfroher, der Topolino, denn wir haben hier diese schön maritim aussehende stoffbespannte Abdeckung und darunter sind dann Ablagefächer für die Parkuhr, Warnweste, Fahrzeugpapiere, was man halt sonst so dabei hat. Dann kann ich das hier mit diesen Schlaufen wieder zumachen. Das ist echt schön gemacht und wertet den Innenraum in der Tat deutlich auf. Dann ist hier eine Smartphone-Halterung zu sehen und das ist auch das, was das Infotainment-System hergibt. Es gibt eine App und dann kann ich eben das Telefon als mein Musiksystem verwenden mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder Freisprecheinrichtung dann auch. Und das war es dann. Hier gibt es einen USB-C-Anschluss, also kann ich das Gerät mit Strom versorgen. Das Lenkrad ist starr, nicht verstellbar und dann blickt man hier auf die jetzt bei Sonnenlicht nicht ganz ideal ablesbaren Anzeigen. Und auch hier zeigt sich ein kleiner Topolino-Schriftzug. Also auch hier ist das Auto ein bisschen schnieker gemacht als Citroën Ami und Opel Rocks Electric. Fahren wird er sich aber genauso wie die beiden Kollegen. Ich würde sagen, probieren wir jetzt mal aus. Die Federung ist rudimentär vorhanden. Fahre ich mal hier über so einen Gulli drüber. Also es geht schon, aber es ist natürlich jetzt fernab eines gediegenen Pkw-Komforts. Ein bisschen spooky ist es mit ohne Türen im Straßenverkehr. Ich kann mir vorstellen, in so einem Golf-Resort-Hotel oder auf dem Weg zum Strand im Urlaub ist das ganz cozy. Aber es ist natürlich schon jetzt alles laut und irgendwie viel näher gefühlt, als man es sich so vorstellt. Und natürlich ist der Topolino als Dolce Vita ganz klar ein Schönwetterauto, aber ein Schönwetterauto, mit dem man natürlich dann ganz gut durch enge Straßen cruisen kann. Schön rudimentär ist auch, dass zum Beispiel der Blinker nicht automatisch sich zurückstellt nach dem Abbiegen. Man muss also selber dann wieder zurückstellen, den Hebel. Das kennen ja Rollerfahrer auch. Rollerfahrer kennen eben auch die Limitierung auf 45 km/h. Jetzt ist also Schicht im Schacht. Die erreicht er recht linear, diese Höchstgeschwindigkeit. Und immerhin können wir in diesem Video sagen, wir fahren jetzt mal innerorts Top Speed und vergessen dabei nicht, den Blinker wieder auszuschalten. Die Reichweite von 75 Kilometern, ja gut, erscheint plausibel, weil wir eh im Stadtverkehr unterwegs sind, wo man natürlich dann auch ein bisschen rekuperiert, also bremst. Und von dem, was die Reichweitenanzeige und so erzählt, dann sollte das schon funktionieren. Und wieder schalte ich den Blinker aus. Bevor ich mich jetzt verquatsche, halten wir es wie die Fahrzeugklasse, leicht und kurz. Wir fahren zum Fazit. €9.890 kostet der Fiat Topolino, unabhängig vom Konzept. Das heißt, mit Türen kostet er genauso viel wie mit ohne Türen und Rolldach. Das ist natürlich insofern verständlich, als dass Fiat den Preisvorteil dann sozusagen weitergibt, weil man ja
sich das Material spart, gleichzeitig aber die im Gegensatz zu Citroën und Opel komplexere Produktion mit den zwei Karosserievarianten natürlich dann hier irgendwie auch intern finanzieren will. Gebaut wird dann natürlich wie die beiden auch in Marokko und kommt dann eben nach Europa und so jetzt auch zu uns. Er ist teurer als Citroën Ami, der bei 799 startet, und Opel Rocks-e, den gibt es in drei Varianten. Los geht's bei 8.240 Euro. Soll aber eben mit dem charmanteren Design, der netteren Farbe und ein bisschen Chromdetails eben auch das Premium-Produkt der drei sein. Wichtig zu wissen ist, dass Fahrzeuge dieser Leichtklasse keine Crashtests absolvieren. Es gibt kein ABS, keine Airbags, kein ESP. Also all diese Sicherheitsfeatures, die ein modernes Auto ausmachen, die sind hier für die Zulassung auch in Deutschland nicht nötig. Trotzdem kann man natürlich jetzt den Vergleich ziehen, fahre ich, fährt mein Kind, fährt wer auch immer, lieber auf einem Roller oder einer 50er irgendwie oder in so einem Fahrzeug. Das ist natürlich dann schon ein bisschen sicherer. Du hast aber natürlich schon auch das Problem, wenn ich jetzt über Land unterwegs bin, fahre ich 45 auf der Landstraße, so ein Roller ist schnell überholt. Das breitere Leichtfahrzeug muss dann schon normal überholt werden. Das kann dann also manchmal schon für stressigere Verkehrssituationen für alle Beteiligten sorgen. Das nur so mal als Gedanke für den Hinterkopf. Lasst mich doch wissen, was ihr von einem Fahrzeug wie dem Topolino haltet. Ich weiß, auch meine Meinung, dass ihr alle sagt, sie müssten mindestens 60 km/h fahren, die Leichtfahrzeuge, dann wäre es nicht so ein Verkehrshindernis. Das finde ich auch, aber ich schätze mal, so wird es nicht kommen. Mich würde es interessieren, ob ihr lieber die Variante mit oder die Variante ohne Türen haben wollen würdet. Ich finde so ohne Türen im Straßenverkehr schon ein bisschen strange. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video über den Keintürer. Wenn ihr mehr über Leichtfahrzeuge erfahren wollt, dann klickt in die entsprechende Playlist. Das verlinke ich unten. Außerdem gibt es in der Videobeschreibung auch die Playlist mit allen Fiat-Videos hier auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an den Jimmy fürs Filmen. Und bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Ciao.